statt fremde Richter. Mit dem Slogan ist die SVP im Wahljahr auf der Suche nach Unterschriften und Stimmen. Kurz zusammengefasst geht es bei dieser Initiative darum, dass das Schweizer Recht über dem internationalen Recht steht. Der Kernsatz, der neu in der Verfassung stehen soll, heisst, die Bundesverfassung steht über dem Völkerrecht und geht ihm vor unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Was das heisst, das werden wir in dieser Stunde ausführlich diskutieren. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Volksinitiative polarisiert. Neben verschiedenen anderen Parteien und Organisationen bekämpft auch die Kirche den Vorstoss. Sie befürchtet, dass die Menschenrechte irgendwann nur noch eingeschränkt gewährleistet sind und dass darunter in erster Linie die Schwächsten der Gesellschaft leiden würden. Meine beiden Gäste sind zum einen der Dr. Christoph Blocher, Altbundesrat und Vizepräsident der SVP, und der Pfarrer Michel Müller. Er ist Kirchenratspräsident der reformierten Zürcher Landeskirche. Das Gespräch führt Dani Rehfeld. Ja, wir werden in dieser Stunde schwerpunktmäßig über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative reden. Im Vergleich zu anderen Medien, die das Thema sicher auch behandelt, geht es so ein bisschen vor allem um die christliche Perspektive, die wir abbilden wollen. Es geht um Menschenrechte. Und ich möchte darum zum Anfang von dem Gespräch zuerst mal so ein bisschen Positionen klären. Das Verhältnis zum Beispiel zwischen Politik und Kirche. Herr Blocher, man weiss von Ihnen, Sie sind der Sohn von einem Pfarrer, Sie sind reformiert, Sie haben sich in letzter Zeit häufig mit dem Theologen Karl Barth beschäftigt. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu der Kirche beschreiben? Also ich bin Mitglied der Landeskirche. Ich leide also mit deren und vor allem auch unter deren. Inwiefern? Ja, weil vieles läuft nicht gut in der Landeskirche. Aber ich bin immer noch Mitglied. Viele treten ja aus. Und es ist richtig, ich habe mich nicht erst in kurzer Zeit das Leben lang stark mit dem Karl Barth beschäftigt. Mein Vater war befreundet mit dem Karl Barth. Darum habe ich den schon in der Jugend kennengelernt. Und ich habe seine Dogmatik früher gelesen. Und ich habe einen Abend geschrieben im Studium, der sehr mit dem zu tun hat, das christliche Naturrecht ein Widerspruch in sich selbst. Antwort Karl Barth an Emil Brunner. Ich habe es vor allem genommen, weil das Buch hat den kürzesten Titel, den ich schon gesehen habe. Das heisst nämlich Nein. Das passt mir. Und das geht sehr in all die Problematiken hin. Wenn man sagt, Kirche und Politik, das habe ich nie verstanden. Ja, mein Kirchenverständnis ist Kirche alles. Da hat auch Politik Platz, da hat auch Wirtschaft Platz und so weiter, ohne dass man darüber redet. Und problematisch wird es bei den Kirchen erst dann, wenn anfangen Kirchen vom Katheder oben ab und sagen, wir haben ja beim Papst haben wir das, wir sind nicht katholisch, aber natürlich auch bei uns. Kirchen anfangen zu sagen, jetzt spricht die Kirche. Und das ist nun allgemeingültig. Und da sage ich, hebt den Mund zu, das ist eure Meinung. Ja, weil wir auch Menschen sind. Aber trotzdem, Sie sind ja selber auch Mitglied von der Kirche. Also Sie können ja auch das mitgestalten, oder? Ja, natürlich. Ja. Also, wenn ich das mache ich ja auch. Gehen Sie dann viele Kirchen, oder? Ja, ich gehe nicht jeden Sonntag. Ich gehöre zu den sogenannten Kirchgängern. Eine gute Predigt habe ich sehr gern, aber es muss dann eine Predigt sein, nicht irgendeine Anleitung für uns Politiker, das wissen wir besser. Was wir da, oder in der Wirtschaft wird es immer ganz peinlich, was macht man jetzt, wenn es schlecht geht? Also aber man hat ja gesehen, der Zwingli, der Zürcher Reformator, der ja grossen politischen Einfluss gehabt, der hat am ersten Tag nicht den politischen Vortrag gehalten, als er auf Zürich kam, sondern er ist am 1. Januar auf Kanzler gestanden und gesagt, jetzt legt mir das Matthäus-Evangelium aus. Fertig, Schluss. Erster Satz, zweiter Satz, dritter Satz. Das. Und das hat er Kraft gegeben, da in diesen Dingen. Aber er ist bei der Theologie geblieben. Nachher war er dann schon auch noch Politiker gewesen. Aber das ist dann, die Zeiterscheinung war natürlich noch etwas anderes gewesen, oder? Aber da suche ich bei der Kirche und das findet man weniger bei der Kirche. Und darum ist es ja auch meines Erachtens auf einer schwierigen Situation. Also wir werden über das sicher noch reden in dieser Sendung. Vertieft kann ich Ihnen versprechen, Herr Blocher. Ich würde jetzt den Spiess mal umkehren. Herr Müller, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was haben Sie für ein Verhältnis zu der Politik als Kirchenratspräsident?
Ja, gehen wir zwei Sachen. Also als Kirchenratspräsident muss ich ab und zu im Rathaus auftreten. Ich muss den Jahresbericht von den Kirchen oder von den Religionsgemeinschaften präsentieren. Also in dem Sinn habe ich tatsächlich eine gewisse politische Aufgabe. Oder eben, ich darf die Legislatureröffnung mit einem Gottesdienst, mit einem Gebet eigentlich dürfen feiern. Und das finde ich also eine sehr schöne Sache, dass dort die Regierung und viele Mitglieder vom Kantonsrat kommen. Aber dort ist es mir zum Beispiel also ganz im Sinn von Herrn Blocher, muss ich jetzt also fast zu meiner Überraschung feststellen, genau ein Anliegen, dass wir nicht dort in dem Grossmünster stehen und den Politikern sagen, was sie jetzt zu tun haben, oder? Sondern dass wir aber ein paar Grundüberlegungen, ein paar Grundwerte, sowohl vom Menschlichen, jeder Politiker ist Mensch, also auch seelsorgliche Überlegungen und so ein paar grundtheologische Überlegungen mitbringen, wo dann jeder damit macht, was er mit von seinem Gewissen her und von seiner eigenen Einstellung soll machen. In dem Sinn habe ich ein bisschen Berührung zur Politik, aber auch, ich bin mir bewusst, ich bin nicht Politiker, allenfalls Kirchenpolitiker. Und da gebe ich auch zu, ich bin schon von klein auf immer politisch interessiert gewesen. Ich gehöre noch zu dieser Generation, wo man am 12:30 still war am Mittagstisch und Nachrichten gehört hat. Und mein Vater hat auch immer heimkommen über den Mittag, sich selber freigestellt im Geschäft. Und dann hat man natürlich nachher diskutiert, politisch immer. Und dann, wenn ich jetzt, ich würde mal sagen, wenn ich nicht Theologe geworden wäre oder Pfarrer, dann hätte ich möglicherweise irgendeine Politik gemacht, weil die Leidenschaft, mich für so zu debattieren und zu diskutieren und den Sachen auf den Grund zu gehen, die begleitet mich bis heute. Aber ich habe mich bewusst entschieden, ich bin Pfarrer, ich mache nicht Politik. Ein bisschen etwas von dem lebe ich in der Kirchenpolitik aus, oder von dieser Leidenschaft. Und da gibt's, ja, da kann man auch über Budgets diskutieren und man muss Mehrheiten gewinnen. Also, so ein bisschen etwas von dem Reiz kann ich dort ausleben. Ich habe vorher Herrn Blocher gefragt, wie viel das in die Kirche geht. Ich frage jetzt Sie, wie viel gehen Sie abstimmen? Ja, ich stimme immer ab. Ich habe eigentlich praktisch zu jeder Vorlage natürlich schon eine persönliche Meinung. Und dann nehme ich die vom Kirchenbund beispielsweise zur Kenntnis oder ich nehme die von den Parteien zur Kenntnis und dann entscheide ich für mich persönlich. In dem Sinn bin ich immer interessiert und engagiert. Ja. Soweit mal jetzt eben das Verhältnis zu Ihnen, zu der Politik respektive zu der Kirche. Wir reden gerade weiter und zwar über die Selbstbestimmungsinitiative. Das machen wir nach dem ersten Musiktitel.
Das ist Zumbi Live Channel. Meine beiden Gäste sind Christoph Blocher, Vizepräsident der SVP, und Michel Müller, reformierter Kirchenratspräsident vom Kanton Zürich. Und wir reden in dieser Stunde über zwei Sachen. Einerseits über Menschenrechte und andererseits über das Verhältnis zwischen Kirche und Politik. Das erste Thema, da geht es ja um die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative, die Sie, Herr Blocher, respektive Ihre Partei, kürzlich lanciert haben. Ohne jetzt gross in Detail zu gehen, warum braucht es die Initiative oder um was geht es bei dieser Initiative? Vielleicht in zwei, drei Sätzen. Ja, wir stellen ja fest, dass heute die Tendenz besteht, in der Schweiz möglichst die Schweiz anpassen ausländische Erscheinungen. Und das kann man nur machen, wenn man schlussendlich das Recht nicht mehr selber setzt. Und in der Schweiz haben wir eine Besonderheit, dass der höchste Gesetzgeber sind die Stimmbürgerinnen und die Stimmbürger. Es gibt das einzige Land der Welt, wo das so ist. Es gibt noch eins, was halb so ist, in Amerika, bei Teilstaaten. Und das ist ein ganz grosses Gut, das wir haben. Und das passt den Politikern nicht. Also die Direktdemokratie ist nicht eine Erfindung von der Bundesrat und von der Nationalrat, sondern das ist etwas von den Bürgern. Also man versucht es immer auszuschalten und heute schaltet man das am besten aus, indem man sich auf ausländisches Recht beruft. Und ganz schön ist, wenn man sagt, das ist Völkerrecht, da hat man das Gefühl, die Völker haben das gemacht, oder sind Menschenrecht. Und dann kann man das nicht mehr antasten. Dabei sind das alles Begriffe, die man auslegen muss. Und die Frage ist, wer ist das überhaupt, wo das bestimmt? Und da haben wir dann vielleicht Beispiel. Und darum haben wir jetzt eine Initiative gemacht, dass das Schweizer Recht über dem Völkerrecht ist, mit Ausnahme vom zwingenden Völkerrecht. Das sind also Sachen, die eindeutig sind, wo man nicht darüber reden kann. Also die Folter darf man nicht einführen, Völkermord, kein Angriffskrieg und so weiter. Das ist unbestritten. Mhm. Eben, ich merke bei Ihnen, also Souveränität ist Ihnen schon immer wichtig gewesen, eigentlich in Ihrer ganzen politischen Karriere. Das ist so ein roter Faden, der sich durch Ihr Leben durchgezogen hat. Jetzt gleich vielleicht mal noch ein bisschen philosophisch gefragt. Eben, wir reden immer von dieser Selbstbestimmung, aber ist die Selbstbestimmung nicht ein Stück weit auch ein Widerspruch in sich selber? Also ich meine, ich konnte zum Beispiel nicht entscheiden, ob ich auf die Welt will kommen und wer meine Eltern sind. Also es fängt ja eigentlich schon am Anfang an, dass man nicht über alle Sachen selber bestimmen kann. Erst ist es unbestritten. Da ist die Selbstbestimmung nicht auf die Einzelperson bezogen. Das, was Sie jetzt sagen, ist, kann ich alles im Leben allein bestimmen? Das ist auch eine interessante religiöse Frage. Da bin ich also Ihrer Meinung. Die wesentlichen Sachen haben wir selber nicht bestimmen können. Eben, ob wir auf die Welt kommen oder nicht. Aber da geht es, wer im Staat bestimmen soll. Sollen wir selbst bestimmen, was in dem Staat passiert, oder soll das eine fremde Macht machen? Das ist die wesentliche Frage. Und die Initiative sagt, los, wir anerkennen, der oberste Gesetzgeber ist das Schweizer Volk. Und das Schweizer Volk kann man nicht einfach ausschalten, indem man sich auf etwas anderes ausländisch beruht. Insbesondere ausländische Richter. Das heisst ja, Schweizer Recht von fremden Richtern. Weil die Richter sind ja vor allem, die uns dann nachher sagen, ja nein, das müssen wir so und so auslegen. Jetzt der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, der ja Zürcher Kantonalkirche Mitglied ist davon, hat sich eigentlich schon, wo die Initiative in der Pipeline war, gewehrt dagegen oder hat schon irgendwelche Schutzschilder aufgebaut und gewarnt davor. Herr Müller, was ist denn so schwierig daran, wenn das Schweizer Volk in Zukunft weiterhin selber soll bestimmen über sein Schicksal? Ja, also es sind jetzt gerade ein bisschen schnelle Gümpfe gewesen. Auf der einen Seite hat der Kirchenbund in der Abgeordnetenversammlung, also es ist ein Vorstoss gewesen, dass man sagt, man möchte sich jetzt einmal auf die Initiative vorbereiten. Also das heisst, man wünscht Argumentarien, oder? Wir sind noch nicht ganz, also ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich am Schluss dagegen ist, aber ich meinte, jetzt müssen wir mal Argumentarien haben. Und zwar spezifisch auch aus theologischer Sicht. Weil das mit den Menschenrechten und auch, es sind am Schluss auch sehr praktische Fragen in Initiativen. Ich denke an die Übergangsbestimmungen, wo ein bisschen praktische Verhandlungsfragen sind zwischen Staatsrecht, Völkerrecht und so weiter. Ob wir dazu etwas sagen müssen vom Kirchenbund, da bin ich also eher zurückhaltend. Aber die theologische Frage dahinter, der Umgang mit Menschenrechten, so, das ist eine, wo man gesagt hat, man soll sich vorbereiten darauf, oder?
Ich sage jetzt noch nicht, dass es ist nicht bereits beschlossen, dass man dagegen ist. Und dann kommt es auch immer dazu, wer beschließt das im Kirchenbund. Wir haben im Kirchenbund eigentlich gut schweizerisch keine einzige Stimme, die etwas kann beschliessen, sondern es ist immer auch einfach eine Meinung innerhalb des ganzen Protestantismus. Also, wenn der Kirchenbundspräsident etwas sagt, dann wird ihm sofort widersprochen. Das ist eigentlich sehr üblich und gut reformiert, oder? Das ist ja gleichzeitig auch eines unserer Probleme. Die Kirche kann bei uns nie im Singular reden. Das gibt es gar nicht. Das ist auch eine Projektion, eigentlich eine katholische. Wenn irgendwie ein Bischof oder Papst dran steht. Bei uns sagt jeder, ob es der Präsident vom Kirchenbund ist oder der Präsident vom Zürcher Kirchenrat, sagt eine Meinung. Die hat er sich überlegt und die hat er sich von Expertinnen und Experten auch noch ein bisschen gegeben. Und nachher ist das ein Aufruf für jedes Mitglied von der Kirche, sich wiederum eine eigene Meinung zu bilden. Aber darf ich schnell ein bisschen konkreter nachfragen? Wo sehen Sie zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Argumentarium reden, so einen Knackpunkt, wo man unbedingt müsste berücksichtigen bei dieser Initiative? Jetzt ist ja der Text raus. Ja, ich sehe eigentlich in zwei richtigen Schwierigkeiten. Also, aber in beide. Ich natürlich auf der einen Seite der Optimismus oder der Positivismus im Volk alles zuzutrauen, das ist schon ein gewisses Risiko. Also das wissen wir auch, gerade aus theologischer Sicht und gerade wenn man Karl Barth anschaut, Volk ist auch ein gefährlicher Begriff, wenn man in die Zeit geht, wo der Karl Barth eigentlich mit seinen Stellungnahmen sehr berühmt worden ist. Ich denke jetzt auch an die Barmer-Erklärung, wo er gesagt hat, mindestens für die Kirche ist die einzige Offenbarung und der einzige Souverän ist Christus und nicht das Volk. Aber das heisst, dort für das ganze Recht und das ganze Leben ein Volk zuständig zu machen, auch ein nationales Volk, das hat ein gewisses Risiko. Also da sehe ich, da muss man schon sagen, da überfordert man vielleicht da und dort das Volk. Im Grundsatz. In der Praxis sehe ich es allerdings grosszügiger. Also, und zwar auch vom Zwingli her, wo im Volk alles zutraut hat. Du hast gesagt, der Heilige Geist wirkt. Und das Schweizer Volk hat eigentlich jetzt über all die Jahre eine sehr gesunde Haltung über das Ganze betrachtet gehabt. Also da können sich wirklich auch viele andere Nationen ein Vorbild nehmen, meinte ich schon. Darum würde ich sagen, in der Praxis ist es am Schluss gar nicht so dramatisch und das zeigt ja der Vorstoss. Zwingend das Völkerrecht schließt man aus. Vieles von dem, was jetzt in der Menschenrechtskonvention vorgeschlagen ist oder drinnen steht auch in unserer Bundesverfassung, ist überhaupt kein Widerspruch. Alles. Eben. Oder noch mehr. Eben. Ja. Genau, wir garantieren eigentlich in vielem noch mehr. Ist gar kein Widerspruch, muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Also dort sehe ich, das Volk sollte man, also bei allem, ich weiss, es ist ein bisschen heikel, vor allem wenn man als Pfarrer es tönt, ein bisschen elitär, aber aus theologischer Sicht, alles im Volk zu trauen, ist ein bisschen zu positivistisch. Auf der anderen Seite, alles einfach Menschenrecht zuzutrauen, da müsste man auch schnell einen Einspruch machen. Ja, muss auch aus theologischer oder? Sicht. Muss man sagen, ja, genau, wer definiert denn die und woher kommen denn die? Allerdings ist das eine heikle Sache, weil Menschenrechte werden auch vom Islam her kritisiert, oder? Und dann merken wir, also wenn wir Gottesrecht über Menschenrecht stellen, kann es auch wieder heikel werden. Also wir haben jetzt viele Themen angesprochen. Ich möchte auf eins, möchte jetzt gerade eingehen, Herr Bloch, und Sie damit konfrontieren. Eben, ist es richtig, am Volk alles zuzutrauen? Oder vielleicht ein bisschen plakativ gefragt, ist dann das Schweizer Volk prädestiniert dazu, immer richtig zu entscheiden? Schauen Sie, das ist so eine dumme Frage, dass die Antwort nur kann sein, ich habe nie einen gehört und gesagt, das Volk entscheidet immer richtig. Also ich habe so viel Mal verloren an der Urne, da hat das Volk immer falsch entschieden. Aber, es gilt. Die Frage ist, wer setzt Recht? Und wenn man so sagt, wie jetzt da der Pfarrer Müller sagt, ja, das Volk alles zuzutrauen und zu sagen, das Volk macht es immer richtig. Und das ist ein Risiko, dass das Volk auch grundlegend falsch entscheidet. Dort, wo ich verloren habe, ist ja nicht grundlegend gewesen. Hätte ich müssen ein christliches Widerstandsrecht machen und auf den Scheiterhaufen gehen, wenn es mir ernst wäre. Aber lohnt aber sich ob ich ein bisschen mehr Steuern zahlen oder nicht, jetzt hat das Volk halt so entschieden. Und jetzt, wieso redet man eigentlich vom Risiko vom Volk, das entscheidet? Und nicht vom Risiko, was ist denn die Alternative der Politiker? Sehen denn die Politiker immer das Richtige? Die haben genau das gleiche grosse Risiko oder vielleicht halt doch noch grösser, als wenn die Stimmbürger entscheiden. Wer hat in den letzten 150 Jahren Krieg gemacht, wo wir alle an Grind langen, dass man die gemacht hat? Das waren nicht die Volkenstimme. Auch Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Der Hitler ist nicht schlussendlich
an die entscheidende Macht kam durch das Volk. Er hat schon viele Stimmen gehabt, schon bereits schon verloren. Aber er ist von den Politikern am Schluss eingesetzt worden. Und dann ist die Diktatur gekommen. Doch ist jetzt keine Volksabstimmung mehr gegeben. Ich glaube, wenn es Volksabstimmungen gegeben hätte, die Deutschen den Krieg früher aufgehört. Aber Herr Blocher, wenn Sie schnell also, davon unterbrechen. Da muss man einfach sagen, es haben alle Risiken. Und wenn wir die Erfahrungen anschauen, muss ich Ihnen sagen, grundsätzlich falsche Sachen, schreckliche Sachen, haben wir nicht erlebt. Da muss man ja pragmatisch sein mit dem Volk an der Urne. Aber bei Politikern haben wir auf jeden Fall grosse Fehler gemacht, sodass man immer noch der deutsche Bundespräsident ist in der Schweiz, hat gesagt, es ist schon schön, dass die abstimmen können, aber sind Sie sich bewusst, das hat auch Risiken. Das Volk kann auch irren. Aber wenn ich deutscher Bundespräsident wäre, hätte ich gesagt, Politiker haben in der Geschichte auch schon geirrt. Der Satz hat gefehlt. Aber Herr Blocher, ist nicht das Parlament, das sind die Volksvertreter, die vom Volk gewählt worden sind. Also es fängt nicht schon dort auch ein bisschen an. Was? Dass die können irren? Ja, natürlich. Meine... Alle können irren. Jeder, der entscheidet. Hinter jedem Entscheid lauert ein Fehlentscheid. Das weiss ich nicht nur als Politiker, sondern als Unternehmer. Die ewige Angst, was ist richtig, was ist falsch. Aber in der Politik ist eben die Frage, wer soll entscheiden? Das Besondere in der Schweiz ist, dass die Bürger selber entscheiden müssen. Ich sage nicht, dass das für jedes Land gelten soll. Wir haben sie jetzt. Und der Schweiz geht es nicht zuletzt besser als anderen, weil wir das Recht haben. Und das wird jetzt heute stark unterwandert mit der Berufung auf ausländisches und Völkerrecht. Und das hat natürlich Gründe. Weil man will ja die Schweiz, die Unabhängigkeit von der Schweiz nicht mehr so stark, damit man eben in den internationalen Organisationen mitmachen kann. Das ist nicht vor allem Menschenrecht, das ist Gegenstand von dieser Initiative, aber es kann es auch berühren. Und Menschenrecht, wissen Sie, das ist nicht etwas kristallklar. Bringen wir dann ein Beispiel, genau, wir möchten über Menschenrecht nämlich gerade reden. Mal eins nehmen, wo Sie sehen, wie umstritten das ist. Genau, und über Menschenrecht möchten wir im nächsten Teil von dem Gespräch reden. Jetzt der nächste Musiktitel. Could you help me out? I need you to help me out.
so breit. Show me your light, show me your light. «Menschenrechte verhandelbar oder sakrosankt», das ist der Titel von dieser Zoom-Sendung bei LiveChannel. Und diskutieren tue ich die brisante Frage mit dem Zürcher Kirchenratspräsident Michel Müller und dem SVP-Vizepräsident Christoph Blocher. Wir haben vorhin so ein bisschen schwerpunktmässig über die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP geredet, die jetzt lanciert worden ist und die will, dass Schweizer Recht über ausländische Richter steht. Wir haben viel über Selbstbestimmung geredet, wir haben über Volksentscheid geredet, wir haben davon geredet, dass sowohl das Volk kann irren, wie auch Politiker können irren. Herr Müller, ich habe Sie vorhin abklemmen müssen. Sie haben noch etwas gesagt, auch dort dazu, dass Politiker können irren. Wie geht es Ihnen dann dort? Also wenn Sie die Initiativen anschauen. Oder? Es geht ja so ein bisschen darum, dass das Volk das letzte Wort hat. Der Herr Blocher hat gesagt, er würde lieber am Volk das letzte Wort geben als der Politiker. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ich glaube, das Verständnis ist, dass eigentlich keines letzte Wort hat. Ich glaube, das mit dem, dass alle können irren, das ist sehr ein richtiger und guter Hinweis. Und das ist ja gerade auch eine reformierte Erkenntnis, dass da niemand unfehlbar ist. Oder? Also das heisst, wir versuchen generell in der Schweiz, und das hat viel mit den protestantischen Wurzeln zu tun, man versucht eigentlich ein System zu haben, wo Fehler immer wieder korrigieren können. Das heisst, die Fehlerhaftigkeit ist schon eingebaut. Jeden Entscheid kann wieder revidiert werden. Es gibt keinen absoluten letzten Entscheid. Und das ist eigentlich auch ein Risiko, weil es natürlich wirklich Fehler geben kann und auf der anderen Seite eben auch eine Chance, weil die immer wieder korrigiert werden können. Und dann würde ich allerdings eben auch sagen, das Volk hat in einem gewissen Rahmen durchaus das letzte Wort und das gilt für die Verfassung. Aber wenn es nachher um die Anwendung geht von der Verfassung, also um Gesetz und ums Gericht und so weiter, dann gibt es wieder andere Verfahren. Also dann haben wieder andere etwas dazu zu sagen. Darum habe ich ein bisschen Mühe mit dem direkten Durchgriff von Volksentscheid bis ins Detail haben. Oder? Stichwort so Durchsetzung. Dort muss das Volk auch seine Grenzen sehen. Es setzt einen Rahmen, den gesetzlichen, den Verfassungsrahmen. Und nachher gibt es auch eine Anwendung. Das Gleiche würde ich aber eben umgekehrt sagen, weil gerade was jetzt der Gerichtshof in Straßburg angeht, der Menschenrechtsgerichtshof, und das sind ein Beispiel, das wahrscheinlich der Herr Blocher bringt, wo wirklich von den Menschenrechten her einen direkten Durchgriff in Detailentscheid runtergeht, wo wirklich das Recht schwierig zu verstehen sind manchmal. Da müsste man auch sagen, bleiben wir doch bei dem Grundsatz, beim grundsätzlichen Rahmen der Menschenrechte. Die sollen möglichst nicht gerade verhandelt werden, aber wie man sie auslegt und wer sie anwendet, das ist eine Frage der Souveränität oder von den entsprechenden Instanzen. Eben, man hat also dort berühren wir uns auch in den Überlegungen. Man hat ein bisschen das Gefühl, manchmal, Herr Bloch, jetzt bei dieser Initiative, dass sie jetzt sagen wir, der europäische Richter oder der ausländische Richter wäre immer ein bisschen misstrauen. Sind dann die Rechtsprechung, wo wir jetzt dort dabei sind, zum Beispiel bei der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo die Schweiz seit 1974 dabei ist, sind dann die schwierig für die Schweiz? Oder was machen die Richter falsch, dass sie eben das Schweizer Recht wollen, über die ausländischen Richter stellen? Ja, es ist eine Umkehrung von der Machtverhältnis geworden. Wir haben alle die Menschenrechtskonvention unterschrieben. Keiner niemand, der dagegen war. Ich auch nicht. Er hat gesagt, ja, wenn wir alle dafür sind und wir alle schön in der Bundesverfassung haben, wieso unterschreibt man denn das? Dann hat man gesagt, ja, was müssen wir machen wegen den anderen Staaten, die es notwendig haben, da denen, die hinter dem Mond sind und natürlich auch heute das nicht. Ja. Also überhaupt nicht anwenden. Das ist ja klar, auch wenn sie verurteilt werden, nicht. Und was haben die Richter daraus gemacht? Die haben etwas gemacht, um über das nette Instrument hier, und das sind mit Ausnahme von einer Richter, sind alles nicht schweizerische Richter, die die Schweiz beurteilen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ein Menschenrecht muss jemand auch können sagen, was ist denn das für ein Menschenrecht? Ich bringe ein Beispiel von der Sterbehilfe, weil es ein praktischer Fall ist. Als ich im Bundesrat war, ist das zur Diskussion gestanden. Sollte man das anders regeln? Da haben wir ja immer eine Diskussion. Da habe ich alle Kreise eingeladen, die mit dem zu tun haben. Also, da kommt der Chef von Burg Hölzli, wo dort einen Haufen Patienten haben, die immer auch Suizidabsichten haben. Dann auf der anderen Seite Sterbehilfe,
Und ich sagte, nicht das, da der Minelli, der ein Interesse hat, dass man das möglichst frei gibt. Und dann hat es auch andere Richtungen gehabt, also auch religiöse Gruppen, sind Moslems da gewesen, sind Israeli da gewesen. Die haben alle, also die Juden haben eine andere Auffassung und so weiter. Über die Frage streitet die Schweiz seit 1936, wo man Strafgesetzbuch gemacht hat. Wir haben eine Regelung, Beihilfe zum Suizid ist verboten. Aus Menschenrechtsgründen. Man darf nicht einem Menschen einfach helfen, sich das Leben zu nehmen. Zweitens, es gibt eine Ausnahme, wenn er es nicht aus eigennützigen Gründen macht. Und dort hat man in der Schweiz eine Auslegung gemacht, wenn ist das erlaubt, also wenn jemand unheilbar krank ist, zwei Ärzte das bestätigen, dann gibt es diese Ausnahme. Und das ist unsere Regelung, weil man sagt, das ist menschenrechtswürdig. Jetzt kommt der Europäische Gerichtshof, weil eine über 80-jährige Frau geklagt hat und hat gesagt, seit 72 wollte ich sterben und in der Schweiz kann ich das nicht, weil in der Schweiz ist es verboten, Suizid Beihilfe zu leisten. Schweiz, du musst dein Gesetz revidieren. Wer sagt jetzt von denen, alle Leute, die ich gehabt habe, aus Menschenrechtsgründen, der Jude hat gesagt, das kommt nie in Frage. Darum ist der israelische Ministerpräsident, der Sharon, der ist etwa 4 oder 5 Jahre im Koma gewesen. Da gibt es nichts. Ich tue das nicht verurteilen. Das ist eine Auffassung. Menschenrechtsmässig, wenn er das. Ich finde das für uns nicht richtig. Und ich finde, die Schweiz hat eine sehr gute Lösung gefunden. Und wir haben auch kein Gesetz gemacht, weil wir gesagt haben, wer das Sterben regelt, erlaubt es. Das, was wir töten, der erlaubt es, oder? Und jetzt kommt so ein Gericht und sagt, ihr müsst das ändern. Es ist dann nicht rechtskräftig geworden, weil die Schweiz hat dann geklagt beim Obergerichtshof und die Patientin ist schon tot gewesen. Oder die Kläger ist schon tot gewesen, hat er gesagt, das ist ein Missbrauch, am Gericht nicht zu sagen, dass du schon bei der ersten Instanz tot gewesen bist. Und das ist dann ein anderer Grund gewesen. Aber da sehen Sie ein Beispiel, was ist der Inhalt des Menschenrechts? Und so gibt es wie andere, nehmen Sie Volksinitiative über pädophile Initiative. Eben, also es gibt ganz viele Beispiele, oder? Ja, aber das sind jetzt, also, wir haben es ja nicht nur wegen der Menschenrecht gemacht, aber dort trifft es natürlich. Und wer soll das sagen haben? Und Politiker in Bern, jetzt kommt eben das dazu, wenn es um ihrem Interesse ist, sagen sie natürlich sofort, ja, das ist ein internationales Recht, das ist allgemeine Rechtslehre und ich bin ja Jurist, ich weiss ja das, wenn du nichts mehr weisst, musst du immer sagen, es ist evident und es ist Rechtslehre. Ich möchte schnell beim Herrn Müller nachfragen, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben jetzt mit der Achsel gezuckt. Also wie? Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ich absolut einverstanden bin. Ich bin damals, als der Herr Bloch im Bundesrat war, auch sehr dankbar über die Aussage, wer es regelt, erlaubt es. Also das war eine sehr weise Aussage, die wir eigentlich auch nach wie vor, glaube ich, aus mehrheitlich reformierter Sicht teilen. Aber ich würde jetzt natürlich auf der anderen Seite sagen, auch politisch pragmatisch, ist jetzt das wegen solchen Fällen, wo übrigens mehrere Rechtsgelehrte, mit denen ich auch schon geredet habe, absolut teilen und sagen, dort hat der Gerichtshof übermacht, oder auch in der konkreten Auslegung von dem Recht. Dort geht er zu weit. Aber heisst das, dass man wegen dem diese Initiative braucht? Ich vermute, dass das ein bisschen dass jetzt mindestens dort, wo es um die Menschenrechte geht, also um die Konventionen, dass sie dort einfach einen Schwachpunkt hat, die Initiative, dass sie vielleicht etwas grundsätzlich in Frage stellt, was für uns Schweizer nicht wirklich grundsätzlich in Frage ist. Also man muss mal schauen, wie der Menschenrechtsrat von der UNO zusammengesetzt ist, oder? Da bin ich eigentlich fast froh, dass wir nicht wirklich Mitglied sind, oder? Ja, wenn man dort schaut, wer dort bestimmt über die Menschenrechte. Also dort würde ich die gleiche Meinung teilen, aber auf der anderen Seite schwächen wir natürlich den Stellenwert der Menschenrechte damit, gerade aus einem glaubwürdigen Land gegenüber anderen Ländern, die in vielem unglaubwürdiger sind. Dort
habe ich das Gefühl, sie geht ein bisschen zu weit. Also die Initiative geht in dem Punkt auch zu weit, was aber in der konkreten Anwendung durchaus auch der Gerichtshof kann zu weit gehen. Also, eben, man könnte ja auch sagen... Das Beispiel gewesen, ich könnte natürlich Ihnen 100 bringen. Ja, es sind nicht ganz so viele Beispiele, so, wo jetzt im Konkreten so weit gehen. Man könnte vielleicht das Spiess noch ein bisschen umdrehen und könnte sagen, Herr Bloch, wir haben vielleicht als Schweiz auch eine Aufgabe dort, oder? Dass wir irgendwie andere Länder, die es vielleicht nicht so genau nehmen mit dem Menschenrecht, dass man denen irgendwie durch das glaubwürdige Vorleben irgendwie zeigt, wie die Menschenrechte könnten funktionieren. Ja, könnt das heute machen. Aber wir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und nicht andere. Das kommt eben darauf an. Und wissen Sie, Sie sagen jetzt, das ist ein Beispiel, da bin ich einverstanden mit Ihnen. Es gibt jetzt eine führende Meinung, die sagt, das EU-Recht ist Völkerrecht. Das geht darüber aus. Ja, ja, dann nehmen Sie das EU-Recht automatisch. Ja, ja. Wissen Sie, das wird alles. Und das sind Gutachten vom Bundesrat, der für den Bundesrat das Gutachten gemacht hat. Und darum, Völkerrecht heisst auf Französisch droit international. Das ist internationales Recht. Und da müssen wir, wenn wir wirklich wollen, dass wir selber bestimmen, das ist eine Souveränitätsfrage, die Regel schieben. Das mit der Menschenrechtskonvention ist ein Nebenpunkt. Das ist ein Nebenpunkt. Ich sehe das so. Es ist halt einfach der Nebenpunkt, den ich der gefährlichste finde. Im anderen denke ich, das sind politische Fragen, wo ich mir weniger drin einmische. Aus kirchlicher Sicht ist das, muss ich da weniger dazu sagen, als jetzt bei den Menschenrechten. Auch was das internationale Recht, also EU als Völkerrecht. Aber ich sage einfach so ein bisschen eine praktische Frage. Irgendein Integrationsindex hat da kürzlich festgestellt, dass die Schweiz eigentlich eine von den Ländern ist, die das EU-Recht am präzisesten übernommen hat bereits. Und zwar, aber zum Teil aus praktischen Gründen, quasi freiwillig. Man muss einfach sein Zeug verkaufen im EU-Raum, oder? Also muss man sich dem Recht anpassen. Ja, aber nicht auf die Wirtschaft rausschieben. Die allermeisten Sachen haben wir übernommen, weil sie in Bern immer sagen, wir müssen es gleich machen wie die EU. Ja, das glaube ich auch. Weil wir sowieso trainieren. Ja gut, ja, aber, das ist der eine. Und der andere ist, man muss manchmal etwas verkaufen, dann muss man es halt auf dem... Ja gut, also das haben wir ja nichts dagegen. Wenn wir selber bestimmen, ob wir etwas gleich machen wollen, habe ich ja nichts dagegen. Ja, aber so wird heute das internationale Recht über das Schweizer Recht gestellt. Sie müssen mal schauen, jetzt nehmen wir ganz eine andere Pädophile-Initiative, die ich nicht gemacht habe. Wo man sagt, Pädophile sollen im Rest von ihrem Leben nicht mehr prüfen, was sie mit Kindern zu tun haben. Das wird jetzt nicht umgesetzt, weil man sagt, das Völkerrecht ist da dagegen. Es gibt da, von 1000 Berufen gibt es ja noch 999 andere als ausgerechnet. Also wenn ich einen Buchhalter habe, der unterschlagen hat und dem sage, also in die Buchhaltung sollte man das nicht mehr tun. Das ist eine Gefahr, boah. Dann ist doch da nicht menschenrechtswidrig, sondern mach etwas anderes. Schau, da kannst du in Statistik teilen und so weiter, kannst deine Rechnung auch machen. Also, aber so eine Sache, jetzt reden wir Gesetze oder Initiativen, das ist die Ausschaffungsinitiative nicht umsetzen wegen dem, pädophilen Initiativen nicht umsetzen wegen dem. Und es ist natürlich immer so, weil Politiker, die es machen, da dagegen waren. Jetzt kommt ihre Meinung führen. Und da bin ich der Meinung, das geht nicht. Jetzt, wenn das so menschenrechtswidrig wäre, dass ich muss sagen, nein, da werden ja Leute totgeschlagen und so, da gar nicht. Dann müssen wir natürlich massiv Widerstand machen. Aber so eine Sache hat die Schweizer Woche bis jetzt noch nie beschlossen. Ja, also in dem Punkt mit dem Beruf ist sicher einleuchtend. Ich denke jetzt bei der Verwahrungsinitiative und ich weiss, dass man sich mit dem nicht beliebt macht. Aber dort hat es schon auch einen Punkt gegeben, dass wenn jemand ein Leben lang keine Möglichkeit mehr hat auf eine neue Betrachtung von seinem Fall, oder? Dann hat es etwas mit der Verhältnismäßigkeit zu tun oder auch... Also dort würde ich jetzt schon sagen, dort schützt jetzt auch ein Menschenrechts- oder ein völkerrechtlicher Grundsatz, oder dort ist auch ein juristischer Grundsatz, schützt auch jedes einzelne Individuum vor einem Volksentscheid oder einem Richterentscheid, der auch mal falsch kann sein oder wo sich ändert. Also darum haben wir beispielsweise ja Todesstrafe nicht, oder? Weil wir einfach gesagt haben, das Risiko, dass auch mal ein Fehlentscheid ist und einer dann umgebracht wird, und das gibt es einfach, das wissen wir aus den USA, das ist zu gross, also machen wir das nicht. Und dort würde ich jetzt sagen, dort ist ein Beispiel dafür, wo auch eine Volksinitiative gewisse Grenzen muss beachten und man dann muss sagen, die muss jetzt durchgesetzt werden. Also schon sind wir, also jetzt, wenn ich jetzt den Teufel an die Wand wollen, sind wir am Schluss.
Schluss bei einer Art Lynchjustiz. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Gut, ich mache aber ich habe das extrem formuliert. Ja. Ich will es nicht. Ich mache da mal einen Punkt, weil wir haben noch etwas auf der Traktandenliste, wo wir darüber reden müssen, nämlich das Verhältnis zwischen Politik und Kirche. Das machen wir im letzten Teil von dem Gespräch. Ja. Das ist Zoom bei Live-Channel. Heute ein kontroverses Gespräch über Menschenrechte und als letzter Schwerpunkt so quasi von dieser Sendung. Es geht um das Verhältnis zwischen Kirche und Politik. Meine beiden Gäste sind der SVP-Vizepräsident und ehemalige Bundesrat Christoph Blocher und der reformierte Kirchenratspräsident vom Kanton Zürich, der Michel Müller. Ich glaube, wir haben es in diesem Gespräch vor allem am Anfang schon ein bisschen gemerkt, es gibt so ein bisschen Knackpunkte zwischen der Politik und zwischen den Kirchen, namentlich zwischen den Kirchen und der SVP. Habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, als ich bin googlen, was so gelaufen ist in den letzten Jahren und es fällt irgendwie auf, Herr Müller, dass immer so ein bisschen, wenn es um Initiativen geht von der SVP, dass das häufig jetzt die reformierte Kirche in ihrem Fall irgendwie im Vorfeld oder wenn die Initiativen draussen sind, Stellung nimmt. Es geht viel um Menschenrechte. Es ist zum Beispiel mal darum gegangen, dass in der Predigerkirche der Saint-Papier Asyl gewährt worden ist. Es ist wir haben es vorhin schon angesprochen, um Ausschaffungsinitiativen, Minoritäteninitiativen, Masseneinwanderung. Es ist um pädophile Initiativen gegangen, um viele so Fragen.
Warum ist das Verhältnis, sage ich jetzt mal, zwischen der Kirche und der SVP so gespannt oder täuscht das? Ist das vielleicht einfach nur so ein bisschen ein Sturm im Wasserglas? Also da, wahrscheinlich täuscht es. Also das haben wir jetzt zum Beispiel gesehen bei der Initiative zur Abschaffung von der juristischen Kirchensteuern. Dort hat die grosse Basis auch von der SVP ist gegen die Abschaffung gewesen. Oder? Das haben wir auch im Kantonsrat dann gemerkt. Das hat man gesehen, dass Kirche eigentlich im Grund getragen wird von der gleichen Basis wie auch von der SVP. Es gibt gewisse Punkte, und das ist sicher, wenn es ums Soziale geht, wo die SVP einen anderen Kurs fährt, politisch, und Kirche sagt, von ihrem Auftrag her, ich glaube, das lässt sich nicht bestreiten, vom Alten und vom Neuen Testament, dass wir uns auch für die schwachen Menschen einsetzen müssen. Ich glaube, dort gibt es gewisse Spannungen, wo die SVP eine Parteipolitik kann machen kann, und Kirche eigentlich, also, und das soll sie auch, das ist ja ihr Auftrag. Und die Kirche eigentlich muss mehrere Aspekte ins Gespräch bringen. Und am Schluss muss man sich aber entscheiden, muss ja oder nein machen. Ich würde vielmal eigentlich lieber keine direkte Empfehlung rausgeben, oder? Sondern sagen, ich gebe bestimmte Aspekte raus und jetzt müssen die Leute entscheiden. Aber jetzt kommen wir noch in eine Schwäche hinein. Die Katholiken, die können dann einfach sagen, das gilt. Der Bischof hat gesagt und der Papst hat gesagt. Und dann können sie die Medien bringen. Und die Reformierten sagen immer, PID, wir sind dagegen, aber wir haben auch Verständnis für die paar, die, oder? Mhm. Und dann haben wir schon wieder ein Ja, aber. Übrigens sind wir übrigens einig mit der SVP bei der Ablehnung von der Präimplantationsdiagnostik. Aber wir haben immer auch noch eine andere Meinung. Und dann sind wir medial einfach schlicht nicht interessant. Das ist auch noch eins von unseren Schicksalen. Und dann müssten wir manchmal einfach Ja und Nein sagen, nur damit wir überhaupt schon auffallen. Mir widerstrebt das. Mhm. Und ich bin darum auch in vielen Fragen, sage ich, aber am Schluss muss ich als Stimmbürger entscheiden und muss Ja oder Nein sagen. Aber gleich, eben zu einem Verhältnis braucht es ja immer zwei, und ich habe das Gefühl, auf der Seite von der SVP gibt es ja immer wieder so Diskussionen, also zum Beispiel der Christoph Mörgeli, der letzte gesagt hat, ein Pfarrer soll nicht politisieren und ein Politiker soll nicht predigen. Eben so ein bisschen angesäuert reagiert auf irgendeine Stellungsnahme von einer Pfarrerin im Wort zum Sonntag. Wie nehmen Sie denn das wahr, Herr Blocher? Es ist ja spannend, auf der einen Seite hat es viele Wähler von der SVP, die in der Kirche sind, und auf der anderen Seite dunkelt es am gleichen so ein bisschen, dass ein gespanntes Verhältnis um ist. Wie würden Sie das beschreiben? Oder also, wie nehmen Sie das wahr? Sie leiden ja selber darunter, haben Sie gesagt, am Anfang des Gesprächs. Also das bedeutet nicht nur ein Freundschaftsverhältnis, oder? Wenn irgendeiner theologisch oder politische Stellungnahme abgibt, die mir nicht passt, und dem leide ich nicht. Ich nehme das auch nicht so ernst. Wenn ich leide unter der Kirche, frage ich, erfüllt sie einen christlichen Auftrag als Kirche? Das ist die Grundfrage. Und die tue ich nicht als Politiker antworten, sondern ich bin Mitglied dieser Kirche. Und ich habe natürlich ganz eine hohe Auffassung vom christlichen Fundament. Warum brauchen wir Menschen eigentlich das? Oder was brauchen wir von der Kirche? Das kenne ich bei allen Menschen. Damit sie daraus können, warum sie Menschen sind. Und was ist eigentlich die göttliche Botschaft an diesen Menschen? Und dann komme ich Kraft über, zu einem Unternehmen führen. Aber nicht in der praktischen Einweise, dass mir der Pfarrer sagt, los, wenn es schlecht geht, musst du dann auch schauen, dass der Familienvater genug zu essen. Das weiss ich auch, oder? Aber was ist eigentlich entscheidend? Was ist nicht entscheidend? Wie ist der Mensch und so weiter. Also das ist jetzt meine Meinung, oder? Und darum sage ich, ich will eine gute Predigt, ich will eine Auslegung, eine Verkündigung der Schrift, weil das weiss ich nicht, weil ich ja nicht Theologe bin. Und der Satz von Herrn Mörgel, wenn Sie wissen, ich bin viel eingeladen worden, jetzt nicht mehr so, aber früher, für sogenannte Laienpredigten im Kanton Bern. Habe ich gesagt, gut, predigen kommen wir nicht. Und auch immer der erste Satz, wenn ich dann geredet habe, ich habe gesagt, ich kann einen Vortrag halten, aber nicht predigen. Ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, predigen sollen die Pfarrer, aber die sollen dann auch predigen. Und ich hatte jetzt einen Vortrag. Und als Witz habe ich am Schluss gesagt, ist jetzt gleich noch fast eine Predigt worden und ich habe auch schon schlechtere gehört. Also, das war aber dann witzig. Aber das finde ich wichtig. Und insofern habe ich das in der Kirche, oder? Sage, jetzt hat doch der, wenn ich jetzt eine schlechte Predigt höre, der Pfarrer hat den Auftrag nicht erfüllt. Was ist denn für Sie eine gute Predigt? Ja, die Auslegung des Wort Gottes, oder? Also wenn Sie zum Beispiel der Pfarrer da sagt, ihr müsst den Armen helfen,
Das stimmt. Das ist ja eine wichtige Botschaft. Aber es heisst auch in der Bibel, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also die Verantwortung, das, oder? Über das muss man doch reden, oder? Und dann gibt das, kann man nicht sagen, ja, das ist jetzt richtig. Nein, ihr müsst jetzt, also die Asylsuchenden müssen jetzt einfach alle hinschauen. Keiner den Bereich, oder? Weil es hat da einen Haufen, Erik, wo man sagen, in der Verantwortung darfst du nicht hinschauen. Es geht nicht. Weil das führt zu einer Katastrophe. Das ist nicht unchristlich. Es ist ja nicht unchristlich, wenn einer sagt, muss es hinschauen. Aber den Menschen verstehen und die Botschaft verstehen, das ist ganz etwas Wichtiges. Und dann kann man auch handeln und kommt eine Sicherheit über. Aber da brauchen wir von der Kirche etwas anderes als Ratschläge, Kirche und natürlich bei der Politik sind beliebt, wenn ihr anfangen, da so ein bisschen Mainstream, halb links, ist ja klar. Ja, das ist Kirche, oder? Aber, ja, ich sage nochmal, der Zwingli, der ist stark politisch, sogar praktisch tätig, er war ja nicht mehr Pfarrer, sondern Politiker eigentlich. Ja. Aber er hat gesagt, ich muss mit der Bibelauslegung anfangen. Und dann hat er gesagt, und ich bin Luther, jetzt reden wir über das Abendmahl. Hat der Luther gesagt, aber auf Lateinisch, hat er gesagt, nein, und wir reden Deutsch, damit es die anderen verstehen. Gut, wir haben jetzt über die Kirche geredet. Ich möchte ganz kurz für Schlusswort Herr Müller noch. Gut, wir haben jetzt gerade vor kurzem die 7 Bände Zwingli-Auslegung, also wo man die Heilige Schrift auslegt, leider auf Lateinisch, also nicht so populär. Nein. Aber es ist eine enorme Arbeit, was der Zwingli in 5 Jahren geleistet hat und hat Schrift ausgelegt. Oder? Und die Schriftauslegung die hat sich aber in alle Bereiche nachher ausgedehnt. Aus der Schriftauslegung haben sich auch politische Konsequenzen ergeben und so weiter, aber es ist die Schrift gewesen. Und da bin ich völlig einig, wenn wir als Kirche das Kerngeschäft vergessen, nämlich die Schrift auszulegen, dann können wir uns selber aufgeben. Dass aber die Schriftauslegung nachher auch in alle Richtungen kann Konsequenzen muss angewendet werden, das ist auch unser Anspruch. Oder? Ich bin in der bequemen Situation als Kirchenratspräsident, dass ich verschiedene Meinungen muss vertreten, weil ich weiss, in unserer Kirche hat es verschiedene Meinungen. Und dann kann ich wirklich, dann muss ich am Schluss nicht sagen, das ist es jetzt genau, sondern ich weiss, es gibt da verschiedene Aussagen dazu. Aus der Schrift weiss ich das. Oder? Ich würde sehr gerne mit Ihnen noch weiter diskutieren. Leider ist unsere Zeit schon vorbei, aber ich danke Ihnen ganz herzlich für die engagierte Diskussion. Dr. Christoph Blocher, Altbundesrat und Vizepräsident von der SVP und Pfarrer Michel Müller, reformierter Kirchenratspräsident vom Kanton Zürich. Und ich denke, wir werden sicher mal Fortsetzung machen von dieser Sendung. Ich merke, es hat noch viele Themen, die wir da ansprechen könnten. Das Gespräch kann man übrigens jederzeit nachlesen und abladen und auch weiterempfehlen auf unserer Website livechannel.ch. Danke fürs Zuhören und weiterhin eine gute Zeit auf Livechannel wünscht der Dani Rehfeld. Am präzisesten übernommen hat bereits. Ja, und zwar, aber zum Teil aus praktischen Gründen, quasi freiwillig, man muss einfach sein Zeug verkaufen im EU-Raum, oder? Also muss man sich dem Recht anpassen. Ja, aber nicht auf die Wirtschaft rausschieben. Die allermeisten Sachen haben wir übernommen, weil sie in Bern immer sagen, ja, wir müssen es gleich machen wie die EU. Ja, das glaube ich auch. Wir wollen sowieso trainieren. Ja gut, ja, aber, ja. Das ist der eine. Und der andere ist, man muss manchmal etwas verkaufen, dann muss man es halt auf dem... Ja gut, also das haben wir ja nichts dagegen. Wenn wir selber bestimmen, ob wir etwas gleich machen wollen, habe ich ja nichts dagegen. Ja, aber so wird heute das internationale Recht über das Schweizer Recht gestellt. Sie müssen mal schauen, jetzt nehmen wir eine ganz andere Pädophile-Initiative, die ich nicht gemacht habe. Wo man sagt, Pädophile sollen im Rest von ihrem Leben nicht mehr prüfen, was sie mit Kindern zu tun haben. Das wird jetzt nicht umgesetzt, weil man sagt, das Völkerrecht ist da dagegen. Es gibt ja vor 1000 Berufen gibt es ja noch 999 andere als ausgerechnet. Also wenn ich einen Buchhalter habe, der unterschlagen hat und dem sage, also die Buchhaltung sollte man dann nicht mehr tun. Das ist eine Gefahr, boah. Dann ist doch da nicht menschenrechtswidrig, sondern dann mach etwas anderes. Schau, kannst du in Statistik teilen und so weiter, kannst deine Rechnung auch machen. Also, aber eine solche Sache, jetzt reden wir Gesetze oder Initiativen, das ist eine Ausschaffungsinitiative nicht umsetzen wegen dem, pädophilen Initiativen nicht umsetzen wegen dem. Und es ist natürlich immer so, weil Politiker, die es machen, da dagegen gewesen sind. Jetzt kommt ihre Meinung führen. Und da bin ich der Meinung, das geht nicht.
Jetzt, wenn das so menschenrechtswidrig wäre, dass ich muss sagen, nein, da werden ja Leute totgeschlagen und so, da geht nicht. Dann müssen wir natürlich massiv Widerstand machen. Aber so eine Sache hat die Schweizer Volk bis jetzt noch nie beschlossen. Ja, also in dem Punkt mit dem Beruf ist sicher einleuchtend. Ich denke jetzt bei der Verwahrungsinitiative und ich weiss, dass man sich mit dem nicht beliebt macht. Aber dort hat es schon auch einen Punkt gegeben, dass wenn jemand ein Leben lang keine Möglichkeit mehr hat auf eine neue Betrachtung von seinem Fall, oder? Dann hat es etwas mit der Verhältnismäßigkeit zu tun oder auch... Also dort würde ich jetzt schon sagen, dass dort schützt jetzt auch ein Menschenrechts- oder ein völkerrechtlicher Grundsatz, oder dort ist auch ein juristischer Grundsatz, schützt auch jedes einzelne Individuum vor einem, auch vor einem Volksentscheid oder einem Richterentscheid, der auch mal falsch kann sein oder der sich ändert. Also darum haben wir beispielsweise ja Todesstrafe nicht, oder? Weil wir einfach gesagt haben, das Risiko, dass auch mal ein Fehlentscheid ist und einer dann umgebracht wird, und das gibt es einfach, das wissen wir aus den USA, das ist zu gross, also machen wir das nicht. Und dort würde ich jetzt sagen, dort ist ein Beispiel dafür, wo auch eine Volksinitiative gewisse Grenzen muss beachten und man dann muss sagen, die muss jetzt durchgesetzt werden, schon sind wir also jetzt, wenn ich... Ja gut, ja, aber ja, ja. Das ist der eine. Und der andere ist, man muss manchmal etwas verkaufen, dann muss man es halt ja, auf dem... Ja gut, also das ja. Haben wir ja nichts dagegen. Wenn wir selber bestimmen, ob wir etwas gleich machen wollen, habe ich ja nichts dagegen. Ja, aber so wird heute das internationale Recht über das Schweizer Recht gestellt. Sie müssen mal schauen, jetzt nehmen wir ganz eine andere Pädophile-Initiative, die ich nicht gemacht habe. Wo man sagt, Pädophile sollen... im Rest von ihrem Leben nicht mehr prüfen, was sie mit Kindern zu tun haben. Das wird jetzt nicht umgesetzt, weil man sagt, das Völkerrecht ist da dagegen. Es gibt da, vor 1000 Berufen gibt es ja noch 999 andere als ausgerechnet. Also wenn ich einen Buchhalter habe, der unterschlagen hat, und dem sage, also in Buchhaltung sollte man das nicht mehr tun. Das ist, also das ist eine Gefahr, boah. Dann ist doch da nicht menschenrechtswidrig, sondern... Dann mach etwas anderes. Schau, kannst du in Statistik teilen und so weiter, kannst deine Rechnung auch machen. Also, aber eine solche Sache, jetzt reden wir Gesetze oder Initiativen, das ist eine Ausschaffungsinitiative nicht umsetzen wegen dem, bei den vielen Initiativen nicht umsetzen wegen dem. Und es ist natürlich immer so, weil Politiker, die es machen, da dagegen sind. Jetzt kommt ihre Meinung führen. Und da bin ich der Meinung, das geht nicht. Jetzt, wenn das so menschenrechtswidrig wäre, dass ich muss sagen, nein, da werden ja Leute totgeschlagen und so, da geht nicht. Dann müssen wir natürlich massiv Widerstand machen. Aber so eine Sache hat die Schweizer Volk bis jetzt noch nie beschlossen. Ja, also in dem Punkt mit dem Beruf ist sicher einleuchtend. Ich denke jetzt bei der Verwahrungsinitiative und ich weiss, dass man sich mit dem nicht beliebt macht. Aber dort hat es schon auch einen Punkt gegeben, dass wenn jemand ein Leben lang keine Möglichkeit mehr hat auf eine neue Betrachtung von seinem Fall, oder? Dann hat es etwas mit der Verhältnismäßigkeit zu tun oder auch... Also dort würde ich jetzt schon sagen, dass dort schützt jetzt auch ein Menschenrechts- oder ein völkerrechtlicher Grundsatz, oder dort ist auch ein juristischer Grundsatz, schützt auch jedes einzelne Individuum vor einem, auch vor einem Volksentscheid oder einem Richterentscheid, der auch mal falsch kann sein oder der sich ändert. Also darum haben wir beispielsweise ja Todesstrafe nicht, oder? Weil wir einfach gesagt haben, das Risiko, dass auch mal ein Fehlentscheid ist und einer dann umgebracht wird, und das gibt es einfach, das wissen wir aus den USA, das ist zu gross, also machen wir das nicht. Und dort würde ich jetzt sagen, dort ist ein Beispiel dafür, wo auch eine Volksinitiative gewisse Grenzen muss beachten und man dann muss sagen, die muss jetzt durchgesetzt werden, schon sind wir also jetzt, wenn ich jetzt den Teufel an die Wand wollte, sind wir am Schluss bei einer Art Lynchjustiz. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Gut, ich mache aber es sind ich habe das extrem formuliert. Ja. Ich will es nicht. Ich mache da mal einen Punkt, weil wir haben noch etwas auf der Traktandenliste, wo wir darüber reden müssen, nämlich das Verhältnis zwischen Politik und Kirche. Das machen wir im letzten Teil von dem Gespräch. Ja, ich sehe eigentlich in zwei richtigen Schwierigkeiten, also, aber in beide. Natürlich auf der einen Seite der Optimismus oder der Positivismus im Volk alles zuzutrauen, das ist schon ein gewisses Risiko. Also das wissen wir auch, gerade aus theologischer Sicht und gerade wenn man Karl Barth anschaut, Volk ist auch ein gefährlicher Begriff, wenn man in die Zeit geht, wo der Karl Barth eigentlich mit seinen Stellungnahmen sehr berühmt worden ist. Ich denke jetzt auch an die Barmer-Erklärung, wo er gesagt hat, mindestens für die Kirche ist die einzige Offenbarung und der einzige Souverän ist Christus und nicht das Volk. Aber das heisst, dort für das ganze Recht und das ganze Leben ein Volk zuständig zu machen, auch ein nationales Volk, das hat ein gewisses Risiko. Also da sehe ich,
da muss man schon sagen, da überfordert man vielleicht da und dort das Volk. Im Grundsatz. In der Praxis sehe ich es allerdings grosszügiger. Also, und zwar auch vom Zwingli her, der im Volk alles zutraut hat und gesagt, der Heilige Geist wirkt. Und das Schweizer Volk hat eigentlich jetzt über all die Jahre eine sehr gesunde Haltung über das Ganze betrachtet gehabt. Also da können sich wirklich auch viele andere Nationen ein Vorbild nehmen, meinte ich schon. Darum würde ich sagen, in der Praxis ist es am Schluss gar nicht so dramatisch und das zeigt ja der Vorstoss. Zwingend das Völkerrecht schließt man aus. Vieles von dem, was jetzt in der Menschenrechtskonvention vorgeschlagen ist oder drinnen steht, steht auch in unserer Bundesverfassung, ist überhaupt kein Widerspruch. Alles. Eben. Oder noch mehr. Eben. Ja. Genau, wir garantieren eigentlich in vielem noch mehr. Ist gar kein Widerspruch, muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Also da sehe ich, das Volk sollte man, also bei allem, ich weiss, ist ein bisschen heikel, vor allem wenn man als Pfarrer es tönt, ein bisschen elitär, aber aus theologischer Sicht, alles im Volk zu trauen, ist ein bisschen zu positivistisch. Auf der anderen Seite, alles einfach Menschenrecht zuzutrauen, da müsste man auch, muss man auch einen Einspruch machen. Ja, auch aus theologischer Sicht. Oder? Muss man sagen, ja, genau, wer definiert denn die und woher kommen denn die? Allerdings ist das eine heikle Sache, weil Menschenrechte werden auch vom Islam her kritisiert, oder? Und dann merken wir, also wenn wir Gottesrecht über Menschenrecht stellen, kann es auch wieder heikel werden. Also wir haben jetzt viele Themen angesprochen. Ich möchte auf eins möchte jetzt gerade eingehen, Herr Bloch, und Sie damit konfrontieren. Eben, ist es richtig, am Volk alles zuzutrauen? Oder vielleicht ein bisschen plakativ gefragt, ist dann das Schweizer Volk prädestiniert dazu, immer richtig zu entscheiden? Schauen Sie, das ist so eine dumme Frage, dass die Antwort nur kann sein. Ich habe nie einen gehört und gesagt, das Volk entscheidet immer richtig. Also ich habe so viel Mal verloren an der Urne, da hat das Volk immer falsch entschieden. Aber aus Ihrer Sicht, ja. Aber es gilt. Die Frage ist, wer setzt Recht? Und wenn man so sagt, wie jetzt da der Pfarrer Müller sagt, ja, das Volk alles zuzutrauen und zu sagen, das Volk macht es immer richtig. Und das ist ein Risiko, das Volk auch auf. Und jetzt kommt so ein Gericht und sagt, ihr müsst das ändern. Es ist dann nicht rechtskräftig geworden, weil die Schweiz hat dann geklagt beim Obergerichtshof und die Patientin ist schon da gewesen, oder die Kläger ist schon da gewesen, hat er gesagt, das ist ein Missbrauch, am Gericht nicht zu sagen, dass du schon bei der ersten Instanz da gewesen bist. Und das ist dann ein anderer Grund gewesen. Aber da sehen Sie ein Beispiel, was ist der Inhalt des Menschenrechts. Und so gibt es wie andere. Nehmen Sie die Volksinitiative über pädophile Initiativen. Eben, also es gibt ganz viele Beispiele, oder? Ja, aber das sind jetzt, also, wir haben es ja nicht nur wegen der Menschenrechte gemacht, aber die trifft es natürlich. Und wer soll das sagen haben? Und Politiker in Bern, jetzt kommt eben das dazu, wenn es um ihrem Interesse ist, sagen sie natürlich sofort, ja, das ist ein internationales Recht, das ist allgemeine Rechtslehre und ich bin ja Jurist, ich weiss ja das, wenn du nichts mehr weisst, muss ich immer sagen, es ist evident und es ist Rechtslehre. Ich möchte schnell beim Herrn Müller nachfragen, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben jetzt mit den Achseln gezuckt. Also ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ich absolut einverstanden bin. Ich bin damals, als Herr Bloch im Bundesrat war, auch sehr dankbar über die Aussage, wer es regelt, erlaubt es. Also das war eine sehr weise Aussage, die wir eigentlich auch nach wie vor, glaube ich, aus mehrheitlich reformierter Sicht teilen. Aber ich würde jetzt natürlich auf der anderen Seite sagen, auch politisch pragmatisch, ist jetzt das wegen solchen Fällen, wo übrigens mehrere Rechtsgelehrte, mit denen ich auch schon geredet habe, absolut teilen und sagen, dort hat der Gerichtshof übermacht, oder auch in der konkreten Auslegung von dem Recht. Dort geht er zu weit. Aber heisst das, dass man wegen dem diese Initiative braucht? Ich vermute, dass das ein bisschen dass jetzt mindestens dort, wo es um die Menschenrechte geht, also um die Konventionen, dass sie dort einfach einen Schwachpunkt hat, die Initiative, dass sie vielleicht etwas grundsätzlich in Frage stellt, was für uns Schweizer nicht wirklich grundsätzlich in Frage ist. Also man muss mal schauen, wie der Menschenrechtsrat von der UNO zusammengesetzt ist, oder? Da bin ich eigentlich fast froh, dass wir nicht wirklich Mitglied sind, oder? Ja, wenn man dort schaut, wer dort bestimmt über die Menschenrechte. Also dort würde ich die Gleichmeinung würde ich teilen, aber auf der anderen Seite schwächen wir natürlich den Stellenwert der Menschenrechte damit, gerade aus einem glaubwürdigen Land gegenüber anderen Ländern, die in vielem unglaubwürdiger sind. Dort
habe ich das Gefühl, sie geht ein bisschen zu weit. Also die Initiative geht in dem Punkt auch zu weit, was aber in der konkreten Anwendung durchaus auch der Gerichtshof kann zu weit gehen. Also, man könnte ja auch sagen... Es sind nicht ganz so viele Beispiele, die jetzt im Konkreten so weit gehen. Man könnte vielleicht den Spiess noch ein bisschen umdrehen und könnte sagen, Herr Bloch, wir haben vielleicht als Schweiz auch eine Aufgabe dort, oder? Dass wir irgendwie andere Länder, die es vielleicht nicht so genau nehmen mit dem Menschenrecht, dass man denen irgendwie durch das glaubwürdige Vorleben irgendwie zeigt, wie das Menschenrecht könnte funktionieren. Ja, dann das heute machen. Aber wir sind Kirche. Und ich habe natürlich ganz eine hohe Auffassung vom christlichen Fundament. Warum brauchen wir Menschen eigentlich das? Oder was brauchen wir von den Kindern? Das kenne ich bei allen Menschen. Damit sie daraus können, warum sie Menschen sind. Und was ist eigentlich die göttliche Botschaft an diesen Menschen? Und dann komme ich Kraft über zu einem Unternehmen führen. Aber nicht in der praktischen Weise, dass mir der Pfarrer sagt, los, wenn es schlecht geht, musst du dann auch schauen, dass der Familienvater genug zu essen. Das weiss ich auch, oder? Aber was ist eigentlich entscheidend? Was ist nicht entscheidend? Wie ist der Mensch? Und so weiter. Also das ist jetzt meine Meinung, oder? Und darum sage ich, ich will eine gute Predigt. Ich will eine Auslegung, eine Verkündigung der Schrift. Weil das weiss ich nicht, weil ich ja nicht Theologe bin. Und der Satz von Herrn Mörgel, wenn Sie wissen, ich bin viel eingeladen worden, jetzt nicht mehr so, aber früher, für sogenannte Laienpredigten im Kanton Bern. Eigentlich gesagt, Gott predigen komme ich nicht. Und auch immer der erste Satz, wenn ich dann geredet habe, ich habe gesagt, ich kann einen Vortrag halten, aber nicht predigen. Ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, predigen sollen die Pfarrer, aber die sollen dann auch predigen. Und ich hatte jetzt einen Vortrag. Und das Witz habe ich am Schluss gesagt, ist jetzt gleich noch fast eine Predigt worden und ich habe auch schon schlechtere gehört. Also, das war aber dann witzig. Aber das finde ich wichtig. Und insofern habe ich das in der Kirche, oder? Ich sage, jetzt hat doch der, wenn ich jetzt eine schlechte Predigt höre, der Pfarrer hat den Auftrag nicht erfüllt. Was ist denn für Sie eine gute Predigt? Ja, die Auslegung des Wort Gottes, oder? Also wenn Sie zum Beispiel der Pfarrer da sagt, ihr müsst den Armen helfen. Das stimmt. Das ist ja eine wichtige Botschaft. Aber es heisst auch in der Bibel, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also die Verantwortung, das, oder? Über das muss man doch reden, oder? Und dann gibt das, kann man nicht sagen, ja, das ist jetzt richtig. Nein, ihr müsst jetzt, also die Asylsuchenden müssen jetzt einfach alle einlassen. Ich kenne den Bereich, oder? Weil es hat da einen Haufen, Erik, wo wir sagen, in der Verantwortung darfst du nicht einlassen. Es geht nicht. Weil das führt zu einer Katastrophe. Das ist nicht unchristlich. Es ist ja nicht unchristlich, wenn einer sagt, muss es einlassen. Aber den Mensch verstehen und die Botschaft verstehen, das ist ganz etwas Wichtiges. Und dann kann man auch handeln und kommt eine Sicherheit über. Aber da brauchen wir von der Kirche etwas anderes als Ratschläge, Kirche und natürlich Bitte. Der Letzte gesagt hat, ein Pfarrer soll nicht politisieren und ein Politiker soll nicht predigen. Eben ein bisschen angesäuert reagiert auf irgendeine Stellungsnahme von einer Pfarrerin im Wort zum Sonntag. Wie nehmen Sie denn das wahr, Herr Blocher? Also, es ist ja spannend, auf der einen Seite hat es viele Wähler von der SVP, die in der Kirche sind, und auf der anderen Seite denkt es am gleichen so ein bisschen, dass ein gespanntes Verhältnis um ist. Wie würden Sie das beschreiben? Oder also, wie nehmen Sie das wahr? Sie leiden ja selber darunter, haben Sie gesagt, am Anfang des Gesprächs. Also, das nicht noch ein Freundschaftsverhältnis, oder? Wenn irgendeiner theologische politische Stellungnahme abgibt, die mir nicht passt, und dem leide ich nicht. Ich nehme das auch nicht so ernst. Wenn ich leide unter der Kirche, frage ich, erfüllt sie ihren christlichen Auftrag als Kirche? Das ist die Grundfrage. Und die tue ich nicht als Politiker antworten, sondern ich bin Mitglied dieser Kirche. Und ich habe natürlich ganz eine hohe Auffassung vom christlichen Fundament. Warum brauchen wir Menschen eigentlich das? Oder was brauchen wir von der Kirche? Das kenne ich bei allen Menschen. Damit sie daraus können, warum sie Menschen sind. Und was ist eigentlich die göttliche Botschaft an diesen Menschen? Und dann komme ich Kraft über, zu einem Unternehmen führen.
Aber nicht in der praktischen Einweis, dass mir der Pfarrer sagt, los, wenn es schlecht geht, musst du dann auch schauen, dass der Familienvater genug zu essen. Das weiss ich auch, oder? Aber was ist eigentlich entscheidend? Was ist nicht entscheidend? Wie ist der Mensch? Und so weiter. Also das ist jetzt meine Meinung, oder? Und darum sage ich, ich will eine gute Predigt. Ich will eine Auslegung, eine Verkündigung der Schrift. Weil das weiss ich nicht, weil ich ja nicht Theologe bin. Und der Satz von Herrn Mörgel, wenn Sie wissen, ich bin viel eingeladen worden, jetzt nicht mehr so, aber früher, für sogenannte Laienpredigten im Kanton Bern. Eigentlich gesagt, Gott, predigen kommen wir nicht. Und auch immer der erste Satz, wenn ich dann geredet habe, ich habe gesagt, ich kann einen Vortrag halten, aber nicht predigen. Und ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, predigen sollen die Pfarrer, aber die sollen dann auch predigen. Und ich hatte jetzt einen Vortrag. Und das Witz habe ich am Schluss gesagt, ist jetzt gleich noch fast eine Predigt worden und ich habe auch schon schlechtere gehört. Also, das war aber dann witzig. Aber das finde ich wichtig. Und insofern habe ich das in der Kirche, oder? Sage, jetzt hat doch der, wenn ich jetzt eine schlechte Predigt höre, der Pfarrer hat den Auftrag nicht erfüllt. Was, muss, was ist denn für Sie eine gute Predigt? Ja, die Auslegung des Wort Gottes, oder? Also wenn Sie zum Beispiel der Pfarrer da sagt, ihr müsst den Armen helfen. Das stimmt. Das ist ja eine wichtige Botschaft. Und Vizepräsident von der SVP und der Pfarrer Michel Müller. Er ist Kirchenratspräsident von der reformierten Zürcher Landeskirche. Das Gespräch führt der Dani Rehfeld. Ja, wir werden in dieser Stunde schwerpunktmässig über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative reden. Im Vergleich zu anderen Medien, die das Thema sicher auch behandelt, geht es so ein bisschen vor allem um die christliche Perspektive, die wir abbilden wollen. Es geht um Menschenrechte und ich möchte darum zum Anfang von dem Gespräch zuerst einmal so ein bisschen Positionen klären. Das Verhältnis zum Beispiel zwischen Politik und Kirche. Herr Blocher, man weiss von Ihnen, Sie sind der Sohn von einem Pfarrer, Sie sind reformiert, Sie haben sich in letzter Zeit häufig mit dem Theologen Karl Barth beschäftigt. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu der Kirche beschreiben? Also ich bin Mitglied von der Landeskirche. Ich leide also mit deren und vor allem auch unter deren. Inwiefern? Ja, weil vieles läuft nicht gut in der Landeskirche. Aber ich bin immer noch Mitglied. Viele treten ja aus. Und es ist richtig, ich habe mich nicht erst in kürzer Zeit das Leben lang stark mit dem Karl Barth beschäftigt. Mein Vater war befreundet mit dem Karl Barth. Und habe ich den schon in der Jugend kennengelernt. Und ich habe seine Dogmatik früher gelesen. Und ich habe einen Abend geschrieben im Studium, der sehr mit dem zu tun hat. Das christliche Naturrecht ein Widerspruch in sich selbst. Antwort Karl Barth an Emil Brunner. Ich habe es vor allem genommen, weil das Buch hat den kürzesten Titel, den ich schon gesehen habe. Das heisst nämlich Nein. Das passt mir. Und das geht sehr in all die Problematiken hin. Wenn man sagt, Kirche und Politik, das habe ich nie verstanden. Ja, mein Kirchenverständnis ist Kirche alles. Da hat auch Politik Platz, da hat auch Wirtschaft Platz und so weiter, ohne dass man darüber redet. Und problematisch wird es bei den Kirchen erst dann, wenn anfangen Kirchen vom Katheder oben ab und sagen, das haben wir ja beim Papst, haben wir das, wir sind nicht katholisch, aber natürlich auch bei uns. Kirchen anfangen zu sagen, jetzt spricht die Kirche. Und das ist nun allgemein gültig. Und da sage ich, hebt das Maul zu. Das ist eure Meinung. Ja, weil wir auch Menschen sind. Aber trotzdem, Sie sind ja selber auch Mitglied von der Kirche. Also Sie können ja das auch mitgestalten, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Also, wenn ich das machen kann, mache ich ja auch. Gehen Sie dann viele Kirchen, oder? Ja, ich gehe nicht jeden Sonntag. Ich gehöre zu den sogenannten Kirchgängern. Eine gute Predigt habe ich sehr gern. Aber es muss dann eine Predigt sein, nicht irgendeine Anleitung für uns Politiker. Eigentlich, also und das soll sie auch, das ist ja ihr Auftrag. Und die Kirche eigentlich muss mehrere Aspekte ins Gespräch bringen. Und am Schluss muss man sich aber entscheiden, muss Ja oder Nein machen. Ich würde vielmal eigentlich lieber keine direkte Empfehlung rausgeben, oder? Sondern sagen, ich gebe bestimmte Aspekte raus und jetzt müssen die Leute entscheiden. Aber jetzt kommen wir noch in eine Schwäche hinein. Die Katholiken, die können dann einfach sagen, das gilt,
der Bischof hat gesagt, der Papst hat gesagt, und dann können sie die Medien bringen. Und die Reformierten sagen immer, PID, wir sind dagegen, aber wir haben auch Verständnis für die paar, wo, oder? Und dann haben wir schon wieder ein Ja, aber, übrigens sind wir übrigens einig mit der SVP bei der Ablehnung von der Präimplantationsdiagnostik. Aber wir haben immer auch noch eine andere Meinung und dann sind wir medial einfach schlicht nicht interessant. Das ist auch noch eins von unseren Schicksalen. Und dann müssten wir manchmal einfach Ja und Nein sagen, nur damit wir überhaupt schon auffallen. Mir widerstrebt das. Und ich bin darum auch in vielen Fragen sage ich, aber am Schluss muss ich als Stimmbürger entscheiden. Man muss Ja oder Nein sagen. Aber gleich, eben zu einem Verhältnis braucht es ja immer zwei. Und ich habe das Gefühl, auf der Seite von der SVP gibt es ja immer wieder so Diskussionen. Also zum Beispiel der Christoph Mörgeli, der letzte gesagt hat, ein Pfarrer soll nicht politisieren und ein Politiker soll nicht predigen. Eben so ein bisschen angesäuert reagiert auf irgendeine Stellungsnahme von einer Pfarrerin im Wort zum Sonntag. Wie nehmen Sie denn das wahr, Herr Blocher? Es ist ja spannend, auf der einen Seite hat es viele Wähler von der SVP, die in der Kirche sind, und auf der anderen Seite dunkelt es am gleichen so ein bisschen, dass ein gespanntes Verhältnis rum ist. Wie würden Sie das beschreiben? Oder also, wie nehmen Sie das wahr? Sie leiden ja selber darunter, haben Sie gesagt, am Anfang des Gesprächs. Also, das ist ja nicht noch ein Freundschaftsverhältnis, oder? Wenn irgendeiner theologisch oder politisch Stellungnahme abgibt, die mir nicht passt, und dem leide ich nicht. Ich nehme das auch nicht so ernst. Wenn ich leide unter der Kirche, frage ich, erfüllt sie ihren christlichen Auftrag als Kirche? Das ist die Grundfrage. Und die tue ich nicht als Politiker antworten, sondern ich bin Mitglied dieser Kirche. Und ich habe natürlich ganz eine hohe Auffassung vom christlichen Fundament. Warum brauchen wir Menschen eigentlich das? Oder was brauchen wir von der Kirche? Das kenne ich bei allen Menschen. Damit sie daraus können, warum sie Menschen sind. Und was ist eigentlich die göttliche Botschaft an diesen Menschen? Und dann komme ich Kraft über, um ein Unternehmen zu führen. Aber nicht in der praktischen Weise, dass mir der Pfarrer sagt, los, wenn es schlecht geht, musst du dann auch schauen, dass der Familienvater genug zu essen. Das weiss ich auch, oder? Aber was ist eigentlich entscheidend? Was ist nicht entscheidend? Wie ist der Mensch? Und so weiter. Also das ist jetzt meine Meinung, oder? Und darum sage ich, ich will eine gute Predigt, ich will eine Auslegung, eine Verkündigung der Schrift. Weil das weiss ich nicht, weil ich ja nicht Theologe bin. Weltkommen oder nicht. Aber da geht es, wer im Staat bestimmen soll. Sollen wir selbst bestimmen, was in dem Staat passiert, oder soll das eine fremde Macht machen? Das ist die wesentliche Frage. Und die Initiative sagt, los, wir anerkennen, der oberste Gesetzgeber ist das Schweizer Volk. Und das Schweizer Volk kann man nicht einfach ausschalten, indem man sich auf etwas anderes ausländisch berührt. Insbesondere ausländische Richter. Das heisst ja, Schweizer Recht von fremden Richtern. Weil die Richter sind ja vor allem, die uns dann nachher sagen, ja nein, das müssen wir so und so auslegen. Jetzt, der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, der ja Zürcher Kantonalkirche auch Mitglied ist davon, hat sich eigentlich schon, wo die Initiative in der Pipeline war, gewehrt dagegen oder hat schon irgendwelche Schutzschilder aufgebaut und gewarnt davor. Herr Müller, was ist denn so schwierig daran, wenn das Schweizer Volk in Zukunft weiterhin selber soll bestimmen über sein Schicksal? Ja, also es sind jetzt gerade ein bisschen schnelle Gümpfe gewesen. Auf der einen Seite hat der Kirchenbund in der Abgeordnetenversammlung, also es ist ein Vorstoss gewesen, dass man sagt, man möchte sich jetzt mal auf die Initiative vorbereiten. Also das heisst, man wünscht ein Argumentarium, oder? Wir sind noch nicht ganz, also ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich am Schluss dagegen ist, aber ich meinte, jetzt müssen wir mal Argumentarien haben. Und zwar spezifisch auch aus theologischer Sicht. Weil das mit den Menschenrechten und auch, es sind am Schluss auch sehr praktische Fragen in Initiativen. Ich denke an die Übergangsbestimmungen, die ein bisschen praktische Verhandlungsfragen sind zwischen Staatsrecht, Völkerrecht und so weiter. Ob wir dazu etwas sagen müssen vom Kirchenbund, da bin ich also eher zurückhaltend. Aber die theologische Frage drin, der Umgang mit Menschenrechten, so, das ist eine, wo man gesagt hat, man soll sich vorbereiten darauf, oder? Ich sage jetzt noch nicht, dass es ist nicht bereits beschlossen, dass man dagegen ist. Und dann kommt es auch immer dazu, wer beschließt das im Kirchenbund? Wir haben im Kirchenbund eigentlich gut schweizerisch keine einzige Stimme, die etwas beschließen kann, sondern es ist immer auch einfach eine Meinung innerhalb vom ganzen Protestantismus.
Also, wenn der Kirchenbundspräsident etwas sagt, dann wird ihm sofort widersprochen. Das ist eigentlich sehr üblich und gut reformiert, oder? Das ist ja gleichzeitig auch eines unserer Probleme. Die Kirche kann bei uns nie im Singular reden. Das gibt es gar nicht. Das ist auch eine Projektion, eigentlich eine katholische. Wenn irgendwer ein Bischof oder der Papst ansteht. Bei uns sagt jeder, ob es der Präsident vom Kirchenbund ist oder der Präsident vom Zürcher Kirchenrat, sagt eine Meinung. Die hat er sich überlegt und die hat er sich von Expertinnen und Experten auch noch ein bisschen gegeben lassen. Und nachher ist das ein Aufruf für jedes Mitglied von der Kirche, sich wiederum eine eigene Meinung zu bilden. Aber darf ich schnell ein bisschen konkreter Nachfrage geben? Wo sehen Sie zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Argumentarium reden, so einen Knackpunkt, wo man unbedingt müsste berücksichtigen bei dieser Initiative? Jetzt ist ja der Text raus. Ja, ich sehe eigentlich in zwei richtigen Schwierigkeiten. Also, aber in beide. Natürlich auf der einen Seite der Optimismus oder der Blog Karl Barth beschäftigt. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu den Kirchen beschreiben? Also ich bin Mitglied von der Landeskirche. Ich leide also mit deren und vor allem auch unter deren. Inwiefern? Ja, weil vieles läuft nicht gut in der Landeskirche, aber ich bin immer noch Mitglied. Viele treten ja aus. Und es ist richtig, ich habe mich nicht erst in kürzer Zeit das Leben lang stark mit dem Karl Barth beschäftigt. Mein Vater war befreundet mit dem Karl Barth. Darum habe ich den schon in der Jugend kennengelernt. Und ich habe seine Dogmatik früher gelesen und ich habe einen Abend geschrieben im Studium, der sehr mit dem zu tun hat, das christliche Naturrecht ein Widerspruch in sich selbst. Antwort Karl Barth an Emil Brunner. Ich habe es vor allem genommen, weil das Buch hat den kürzesten Titel, den ich schon gesehen habe. Das heisst nämlich Nein. Das passt mir. Und das geht sehr in all die Problematiken hin. Wenn man sagt, Kirche und Politik, das habe ich nie verstanden. Ja, mein Kirchenverständnis ist Kirche alles. Da hat auch Politik Platz, da hat auch Wirtschaft Platz und so weiter, ohne dass man darüber redet. Und problematisch wird es bei den Kirchen erst dann, wenn anfangen die Kirchen vom Katheder oben ab und sagen, das haben wir ja beim Papst, haben wir das, wir sind nicht katholisch, aber natürlich auch bei uns. Die Kirchen anfangen zu sagen, jetzt spricht die Kirche und das ist nun allgemein gültig. Und da sage ich, hebt das Maul zu, das ist eure Meinung. Ja, weil wir auch Menschen sind. Aber trotzdem, Sie sind ja selber auch Mitglied von der Kirche. Also Sie können ja das auch mitgestalten, oder? Ja, natürlich. Ja. Also, wenn ich das mache, mache ich ja auch. Gehen Sie dann viele Kirchen, oder? Ja, ich gehe nicht jeden Sonntag. Ich gehöre zu den sogenannten Kirchgängern. Eine gute Predigt habe ich sehr gern. Aber es muss dann eine Predigt sein, nicht eine Anleitung für uns Politiker, das wissen wir besser. Was wir da, oder in der Wirtschaft wird es immer ganz peinlich. Was macht man jetzt, wenn es schlecht geht? Also aber wir haben ja gesehen, der Zwingli, der Zürcher Reformator, der ja grossen politischen Einfluss gehabt, der hat am ersten Tag nicht den politischen Vortrag gehalten, als er auf Zürich kam, sondern er ist am ersten Jahr noch auf Kanzler gestanden und gesagt, jetzt legt mir das Matthäus-Evangelium aus. Fertig, Schluss. Erster Satz, zweiter Satz, dritter Satz. Das. Und das hat er Kraft gegeben in diesen Dingen. Aber er ist bei der Theologie geblieben. Nachher war er dann schon auch noch Politiker gewesen. Aber das ist dann. Also Zeiterscheinung ist natürlich da etwas. Dass jetzt mindestens dort, wo es um die Menschenrechte geht, also um die Konventionen, dass sie dort einfach einen Schwachpunkt hat, die Initiative, dass sie vielleicht etwas grundsätzlich in Frage stellt, was für uns Schweizer nicht wirklich grundsätzlich in Frage ist. Also man muss mal schauen, wie der Menschenrechtsrat von der UNO zusammengesetzt ist, oder? Da bin ich eigentlich fast froh, dass wir nicht wirklich Mitglied sind, oder? Ja, wenn man dort schaut, wer dort bestimmt über die Menschenrechte. Also dort würde ich die gleiche Meinung teilen, aber auf der anderen Seite schwächen wir natürlich den Stellenwert der Menschenrechte damit, gerade aus einem glaubwürdigen Land gegenüber anderen Ländern, die in vielem unglaubwürdiger sind. Dort
habe ich das Gefühl, sie geht ein bisschen zu weit. Also die Initiative geht in dem Punkt auch zu weit, was aber in der konkreten Anwendung durchaus auch der Gerichtshof kann zu weit gehen. Man könnte ja auch sagen... Es sind nicht ganz so viele Beispiele, so, die jetzt im Konkreten so weit gehen. Man könnte vielleicht den Spiess noch ein bisschen umdrehen und könnte sagen, Herr Bloch, wir haben vielleicht als Schweiz auch eine Aufgabe dort, oder? Dass wir irgendwie andere Länder, die es vielleicht nicht so genau nehmen mit dem Menschenrecht, dass man denen irgendwie durch das glaubwürdige Vorleben irgendwie zeigt, wie die Menschenrechte könnten funktionieren. Ja, das heute machen. Aber wir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und nicht andere. Das kommt eben darauf an. Und wissen Sie, Sie sagen jetzt, das ein Beispiel, da bin ich einverstanden mit Ihnen. Es gibt jetzt eine führende Meinung, die sagt, das EU-Recht ist Völkerrecht. Das geht darüber aus. Ja, dann nehmen Sie das EU-Recht automatisch. Ja. Wissen Sie, das wird alles. Und das sind Gutachter vom Bundesrat, der für den Bundesrat das Gutachten gemacht hat. Und darum, Völkerrecht heisst auf Französisch droit international. Das ist internationales Recht. Und da müssen wir, wenn wir wirklich wollen, dass wir selber bestimmen, das ist eine Souveränitätsfrage, die Regel schieben. Das mit der Menschenrechtskonvention ist ein Nebenpunkt da. Das ist ein Nebenpunkt. Ich sehe das so. Es ist halt einfach der Nebenpunkt, den ich der gefährlichste finde. Im anderen denke ich, das sind politische Fragen, wo ich mir weniger drin einmische. Aus kirchlicher Sicht ist das, muss ich da weniger dazu sagen, als jetzt bei den Menschenrechten. Auch was das internationale Recht, also EU als Völkerrecht. Aber ich sage einfach so eine praktische Frage. Irgendein Integrationsindex hat da kürzlich festgestellt, dass die Schweiz eigentlich eine von den Ländern ist, wo das EU-Recht am präzisesten übernommen hat bereits. Und zwar, aber zum Teil aus praktischen Gründen, quasi freiwillig. Man muss einfach sein Zeug verkaufen im EU-Raum, oder? Also muss man sich dem Recht anpassen. Ja, nicht auf die Wirtschaft rausschieben. Die allermeisten Sachen haben wir übernommen, weil sie in Bern immer sagen, wir müssen es gleich machen wie die EU. Ja, das glaube ich auch. Wir wollen sowieso trainieren. Ja gut, aber das ist der eine. Und der andere ist, man muss manchmal etwas verkaufen, dann muss man es halt. Es sind nicht ganz so viele Beispiele, die jetzt im Konkreten so weit gehen. Man könnte vielleicht den Spiess noch ein bisschen umdrehen und könnte sagen, Herr Bloch, wir haben vielleicht als Schweiz auch eine Aufgabe dort, oder? Dass wir irgendwie andere Länder, die es vielleicht nicht so genau nehmen mit dem Menschenrecht, dass man denen irgendwie durch das glaubwürdige Vorleben irgendwie zeigt, wie die Menschenrechte könnten funktionieren. Ja, ihr könnt das heute machen. Aber wir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und nicht andere. Das kommt eben darauf an. Und wissen Sie, Sie sagen jetzt, das ist ein Beispiel, da bin ich einverstanden mit Ihnen. Es gibt jetzt eine führende Meinung, die sagt, das EU-Recht ist Völkerrecht. Das geht darüber aus. Ja, dann nehmen Sie das EU-Recht automatisch. Ja. Wissen Sie, das wird alles. Und das sind Gutachter vom Bundesrat, der für den Bundesrat das Gutachten gemacht hat. Und darum, Völkerrecht heisst auf Französisch droit international. Das ist internationales Recht. Und da müssen wir, wenn wir wirklich wollen, dass wir selber bestimmen, das ist eine Souveränitätsfrage, die Regel schieben. Das mit der Menschenrechtskonvention ist ein Nebenpunkt da. Das ist ein Nebenpunkt. Ich sehe das so. Es ist halt einfach der Nebenpunkt, den ich der gefährlichste finde. Im anderen denke ich, das sind politische Fragen, wo ich mir weniger drin einmische. Aus kirchlicher Sicht ist das, muss ich da weniger dazu sagen, als jetzt bei den Menschenrechten. Auch was das internationale Recht, also EU als Völkerrecht. Aber ich sage einfach so eine praktische Frage. Irgendein Integrationsindex hat da kürzlich festgestellt, dass die Schweiz eigentlich eine von den Ländern ist, wo das EU-Recht am präzisesten übernommen hat bereits. Und zwar, aber zum Teil aus praktischen Gründen, quasi freiwillig. Man muss einfach sein Zeug verkaufen im EU-Raum, oder? Also muss man sich dem Recht anpassen. Wir müssen nicht auf die Wirtschaft rausschieben. Die allermeisten Sachen haben wir übernommen, weil sie in Bern immer sagen, wir müssen es gleich machen wie die EU. Ja, das glaube ich auch. Wir wollen sowieso trainieren. Ja gut, Das ist der eine. Und der andere ist, man muss manchmal etwas verkaufen, dann muss man es halt auf dem... haben wir ja nichts dagegen. Wenn wir selber bestimmen, ob wir etwas gleich machen wollen, habe ich ja nichts dagegen. Ja, aber so wird heute das internationale Recht über das Schweizer Recht gestellt. Sie müssen mal schauen, jetzt nehmen wir ganz eine andere Pädophile-Initiative, die ich nicht gemacht habe. Wo man sagt, Pädophile sollen im Rest von ihrem Leben nicht mehr prüfen, was sie mit Kindern zu tun haben.
Das wird jetzt nicht umgesetzt, weil man sagt, das Völkerrecht ist da dagegen. Es gibt da, vor 1000 Berufen gibt es ja noch 999 andere als ausgerechnet. Also wenn ich einen Buchhalter habe, der unterschlagen hat und dem sage, also Buchhaltung sollte man dann nicht mehr tun. Das ist eine Gefahr, dann ist doch da nicht Menschenrecht,